Als Hüller-Hille mag der ein oder andere ihn kennen, den Betrieb, der sich heute McEyers GmbH nennt. Vor 3,5 Wochen teilte die Geschäftsführung der Belegschaft mit, dass der Standort in Rottenburg aufgegeben werden soll. Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann solidarisiert sich mit den Beschäftigten und traf sich deshalb mit dem Betriebsrat und der IG Metall, um gemeinsam zu besprechen, wie eine Schließung verhindert werden kann. 115 Arbeits- und 15 Ausbildungsplätze bietet das Maschinenbauunternehmen McEyes GmbH zurzeit hier in Rottenburg. Jetzt fürchten die Beschäftigten um ihre Jobs und damit um ihr Einkommen. Der Betriebsratsvorsitzende Firmin Mauch erzählt, wie es der Belegschaft zurzeit geht. Die Stimmung ist angespannt von den Kollegen. Sie haben wirklich Existenzängste. Die Schließung hier wurde unvermittelt mitgeteilt der Belegschaft, sozusagen auf nüchternen Magen. Ein zukunftsträchtiges Konzept könnte die Schließung aber verhindern, so Mauch weiter. Dieser Meinung ist auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann. Deshalb setzte er sich mit dem Betriebsrat sowie der IG Metall zusammen, um zu besprechen, wie der Standort erhalten werden kann. Ja, ich glaube, nach allem, was ich bisher gehört habe, dass es hier sehr große Kompetenzen vor Ort gibt, dass mit dem, was hier produziert wird, auch Märkte erschlossen werden können, die zukunftsfähig sind. Und deswegen glaube ich, dass man in diesen Standort investieren kann, ein Stück weit in die Modernisierung von Technologie, auch möglicherweise in Richtung stärkere Digitalisierung von Produktionsabläufen. Eine gute Investitionspolitik könne den Standort also sichern, so lautet Rosemanns Überzeugung. Denn die hier hergestellten Produkte wie Rundtische und Spindeln für Werkzeuge würden in vielen Märkten gebraucht werden, nicht nur in denen der gebeutelten Automobilbranche. Tanja Nitschke, die Geschäftsführerin der IG Metall Reutlingen-Tübingen, fährt dieselbe Linie und hält nichts von den Plänen der Geschäftsführung, den Standort nach Ungarn zu verlagern. Wenn man den Strukturwandel vorschiebt und sagt, wir schließen den Standort und verlagern, dann tut sich bei uns als IG Metall erstmal ein Haufen Fragen auf. Was ist das Kernproblem? Wie kann man dieses Problem hier am Standort angehen und nicht einfach zu sagen, jetzt haben wir die Gelegenheit, alles ins Ausland zu verlagern? Denn die Beschäftigten müssen in Deutschland gehalten werden, fordert Nitschke. Und gerade dieser Betrieb sei speziell, wie die Geschäftsführerin weiter erläutert. Die Belegschaft ist besonders. Also ganz, ganz viele, die hier arbeiten, haben ihre Ausbildung hier gemacht, sind Facharbeiter mit Herzblut. Und ich kenne diesen Betrieb sehr, sehr gut und laufe auch sehr oft durch die Produktion mit durch. Ich bin fasziniert davon, wie die Leute diese Maschinen beherrschen, wie sie in der Genauigkeit arbeiten, wie sie jede Macke ihrer Maschine auch kennen. Bis 2022 seien betriebsbedingte Kündigungen allerdings nicht möglich, erzählt Nitschke. Denn bis dahin gelte eine Beschäftigungssicherung. Dass die Belegschaft der McEyes GmbH aber auch darüber hinaus am Standort Rottenburg bleiben kann, hoffen die beteiligten Parteien in den anstehenden Gesprächen zu bewirken.